Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyrils Brettspiele. In diesem Fall hier schauen wir wieder in eine neue Get Digital Box. Es gab wieder eine Get Digital Box. Also ihr habt gesehen, ich mache sie gerade jetzt auf. Deswegen wollen wir mal reingucken. Ich habe null, wirklich null Ahnung, was drin ist. Bin aber gespannt wie ein Flitzebogen, wie eigentlich immer. Und wollen wir mal schauen, was es gibt. Ich sehe hier schon, da ist schon wieder was von Harry Potter drin. Ich fasse es nicht. Gucken wir uns als allererstes mal das T-Shirt an hier. Vielleicht schauen wir da mal rauf, was es gibt. Und dieses Mal ist es Indiana Jones meets Han Solo. Das ist wohl Han Solo und das soll wohl Indiana Jones sein. Ebenfalls ein ziemlich cooles Shirt, was ich bestimmt auch demnächst anziehen werde. Dann scheint ein Spiel zu sein von Betwixt von Fantasy Flight, A Game of Thrones. Ein Kartenspiel um Macht und Verrat. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber warum nicht? Gibt es hier ein Kartenspiel, immerhin von Fantasy Flight. Kann also gar nicht so schlecht sein. Eine neue Q-Fix-Figur, ich habe doch schon eine. Captain Marvel habe ich, glaube ich. Jetzt habe ich hier von den X-Men. Oh, die sieht Cyclops. Und die sieht richtig Hammer aus. Sehe ich gerade. Uiuiui. Die sieht Hammer aus. Muss ich zeigen. Ich hab die auf hier. Guckt euch mal den Fuß an hier. Mit dem riesen X-Men hier drauf. Boah. Die sieht ja hammer cool aus. Mit dem X, wo Cyclops draufsteht. Ja, sehr cool. Cyclops ist übrigens einer meiner Hass- und gleichzeitig Lieblingsfiguren bei X-Men. Ich weiß immer nicht so genau, der ist mir eigentlich ein bisschen zu gut, aber trotzdem auch irgendwie, ja, das ist eben Cyclops. So, dann haben wir ein weiteres Metallschild, Don't Panic, Life, The Universe, Everything und natürlich die 42, das kommt, glaube ich, von Per Anhalter durch die Galaxis. Da kommt immer die 42 vor, wenn ich das richtig sehe. Und dann, wie immer, einmal auch der... Oh, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen hier, weil die Box dagegen macht. Ja, hier. So, jetzt wackelt es noch mal ein bisschen. Hier noch mal einmal die Beschreibung, was das alles ist immer. So, und dann haben wir hier die Sachen drin, was man so da drin finden und sehen kann. Es gibt hier offensichtlich noch irgendetwas, was ich keine Ahnung habe. Das ist das Cute but Deadly von Blizzard ab 15. Keine Ahnung, was das ist. Scheinbar irgendeine Series 4 Figures. Irgendwie eine Sammelfigur hier. Ein sogenannter Blind Bag oder aber auch eben ein eine Sammelfigur. Dann haben wir hier von Harry. Oh, geil. Oh, das ist ja super. Ich glaube, das ist eine faltbewahre Aufbackbox mit Deckel. Das ist etwas, das lasse ich in der Folie noch drin, weil ich das meiner Tochter schenke. Das ist etwas, was sie kriegen kann zum Geburtstag. Die hat bald Geburtstag, das unbedingt zum Geburtstag. Und dann gibt es auch noch eine Pop-up-Box. Das ist halt einfach so eine, ja, die faltet man einfach und auch da hat man was drin. Ja, da muss ich sagen, das sind natürlich richtig, richtig, richtig coole Dinge, die ich da bekommen habe. Das freut mich richtig doll, weil ich der Meinung bin, das ist immer super. Gerade für Geburtstage oder sonstige. Und last but not least ist meistens hier noch kleine Süßigkeiten drin. Und das sind hier so alle Kaugummis, zwei kleine Kaugummis hier. Tattoo-Kaugummis oder sowas kennt man ja von früher. Die sind immer sozusagen als kleine Goodies drin. Ja, diese beiden Säcke, das finde ich ja natürlich richtig, richtig, richtig schick. Also da habe ich was gekriegt. Huiuiui, da bin ich froh, dass ich dabei bin. Ja, auch dieses Mal muss ich sagen, mit zwei Sachen von Harry Potter. Und ihr wisst, wie groß hier im Haus Harry Potter geschrieben wird als Fan. Das ist natürlich der Hammer. Dann die neue, vielleicht mache ich jetzt so eine Sammlung dieser Figuren auf, jetzt wo ich schon zwei habe.
Dann auch hier eine weitere Figur, das Spiel, auch gut. Und auch über das T-Shirt und das Schild freue ich mich wie Bolle. Dieses Mal würde ich sagen, war eigentlich wenig drin, wo ich sagen würde, huiuiui, warum spreche ich eigentlich leiser? Wahrscheinlich, damit Judith nicht hört, was da drin war. Huiuiuiui, dieses Mal war es fast ausschließlich gut. Das ist auch nicht immer der Fall, da ist meist auch so eine Zitrone bei. Aber dieses Mal war es wirklich ausschließlich gut. Ja, bis vielleicht zum nächsten Mal, vielleicht auch nicht, das weiß man nicht so genau. In diesem Fall, wir haben uns gesehen hier mit der neuen Lootbox von Get Digital. Haben wir wieder reingeguckt, was in der Box ist, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute, euer Nils. Tschüss.